Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu meinem Neuzugänge-Video für den Monat Juni 2018. Und nach dem etwas ruhigeren Mai, das kann man ja durchaus so sagen, ist leider, wobei der Mai ja auch schon so ein bisschen eskaliert ist durch unsere Kingsjahr-Natur, so ähnlich ist es jetzt eigentlich nicht, im Juni auch gekommen. Es sind 22 Bücher bei mir eingezogen. Eigentlich wollte ich als Grenze so in den Monaten nicht mehr als 18, 20 haben, aber mir sind da ein paar tolle Bücher in die Hände gefallen und zudem ist auch ein Buch dabei, was ich schon gelesen habe, was also nicht auf dem Sub landet, sondern einfach nur, weil es so schön ist, im Regal landet. Aber dazu dann an der Stelle natürlich mehr. Es sind insgesamt 9 echte Bücher eingezogen, 11 E-Books und 2 Hörbücher. Es sind tatsächlich ein bisschen weniger Hörbücher, aber das ist nicht weiter dramatisch. Sehr gefreut haben mich die E-Books und was so ein bisschen angekommen ist. Und ich war auch in einem Langer-Plom-Quiz in Berlin und da sind halt auch, glaube ich, 4 Bücher eingezogen. Von daher kann man sich da halt so ein bisschen ein Bild davon machen. Aber ich denke, wir reden gar nicht lange drum herum. Es wird Zeit, dass ich euch die Bücher zeige, die bei mir eingezogen sind. Die E-Books blende ich natürlich ein, denn das erste E-Book, was bei mir eingezogen ist, ist der Emotionale Rucksack von Vivien Dittmar. Ein Buch, das ein Tipp von einer lieben Freundin gewesen ist, wo wir uns ein bisschen über 2, 3 Dinge ausgetauscht haben. Und dann ist das bei mir eingezogen und es war ein Rezensionsexemplar. Und da man ja jetzt gefühlt alles Mögliche als Werbung kennzeichnen muss, werde ich das wahrscheinlich auch irgendwie hier einblenden, dass das eben irgendwie eine Werbesendung ist, weil eben auch Rezensionsexemplare dabei sind, für die ich nicht bezahlt werde, die mir aber natürlich gestellt werden. Von daher nur, dass ihr darüber Bescheid wisst. Ja, dieses Buch ist bei mir eingezogen und es ging so ein bisschen darum, dass man eben gewisse Emotionen, Gefühle mit sich herumträgt aus der Vergangenheit und wie man die irgendwie richtig verarbeitet, beziehungsweise wie man es eben schafft, den Rucksack gezielt zu entladen und nicht in Momenten, wo man es im Grunde nicht braucht, was ja vielleicht der ein oder andere von Gefühlsausbrüchen kennt. Und sich dann denkt, Mensch, hätte ich doch da irgendwie anders reagiert. Und das klang tatsächlich vom Klappentext relativ gut. Das Buch selbst war mir an mancher Stelle leider ein bisschen zu oberflächlich und es gab nicht wirklich so richtige Erklärungen und Hilfestellungen, was ich ein bisschen schade fand. Aber jeder, der so ein bisschen vielleicht gerade erst anfängt, damit sich zu beschäftigen, was Emotionen in einem auslösen, ich glaube, dass das durchaus eine gute Lektüre ist, aber für jemanden wie mich, der schon sich seit 4, 5, 6 Jahren damit beschäftigt, ist das einfach zu seicht gewesen und einfach eher was für Einsteiger. Aber vom Grunde her ist das eine interessante Herangehensweise und auch so manche Theorie war ganz gut. Es war mir halt einfach ein bisschen zu wenig und hat mir nicht so geholfen. Zudem glaube ich tatsächlich, dass mein Rucksack gar nicht so voll ist und man ihn entleeren müsste sozusagen. Dann ist bei mir der neue Musot eingezogen, den ich leider noch nicht gelesen habe. Ich möchte ihn gerne jetzt im Juli lesen. Es ist das Atelier in Paris. Mir hatte ja leider im letzten Jahr das Papiermädchen nicht so gefallen und mir hat auch die Weihnachtsgewintergeschichte von ihm nicht so gefallen. Alle anderen Bücher von ihm fand ich ja immer sehr gut, bis wirklich Highlight. Ich bin sehr gespannt auf das neue Buch jetzt von ihm. Es geht hier ja um eine neue junge Frau in Paris und da haben wir eine Polizistin und die findet dann eben an dem Ort, wo sie hinzieht, weil eigentlich die Wohnung untervermietet wird, dass da schon ein anderer wohnt, ein Schriftsteller. Und hierhin heißt es auch so schön, auf den Spuren eines geheimnisvollen Künstlers und eines grausamen Verbrechens. Und ich glaube auch einfach, dass Musot so viele Genres einfach Musot, wie auch immer, miteinander verbindet und hoffe, dass er das in diesem schönen Buch dann eben auch machen kann. Und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich da auf jeden Fall auch aufs Lesen. Und dann ist bei mir eingezogen Cat and Cole, die letzte Generation von Emily Suvada. Da gab es eine Aktion von Netgalley, wo eben unter anderem dieser Verlag auch vertreten ist. Und da habe ich mir das als E-Book geholt, weil mich dieser dystopische Endzeit-Apokalypsen-Klappentext sehr, sehr angesprochen hat. Und ich habe es in meiner Bücherwoche gesagt, das Cover
Leider überhaupt nicht. Ich weiß, dass es viele toll fanden. Das hat man mir zumindest unter die Bücherwoche geschrieben. Ich dachte so, ja, irgendwie für eine Liebesgeschichte oder so durchaus ja. Aber für eine Dystopie, für einen Endzeit-Horror, nein, Horror nicht, für einen Endzeit, ja, Zombie-Apokalypsen-Roman gefühlt irgendwie nicht. Und ja, dennoch hat mich der Klappentext sehr, sehr angesprochen, weil ich solche Geschichten ja sehr, sehr mag und habe es jetzt auch in diesem Monat regelrecht verschlungen. Und es ist wirklich ein absolutes Highlight für diesen Monat, für dieses Jahr und auch wirklich in diesem Genre. Und es hat wirklich unglaublichen Spaß gemacht und ich bin mega gespannt auf den zweiten Teil. Auch neugierig bin ich auf Children of Blood and Bone, Goldener Zorn von Tomi Adeyemi. Ebenfalls ein Buch aus dieser Aktion, was ich mir als E-Book geholt habe. Und da fand ich das Cover wiederum mega geil. Ich habe mich gar nicht groß mit der Story beschäftigt. Ich glaube, ich auch irgendwie so eine Dystopie, Endzeit, Zukunftsvision, die ein bisschen düsterer ist. Und ja, das hat mich total angefixt. Sowohl Cover wie eben dann auch der Klappentext, an den ich mich nur vage erinnere, weil wenn mich ja ein Buch anspricht, dann versuche ich ja so wenig wie möglich darüber zu erfahren und zu wissen, um wirklich total uneingenommen vorzugehen. Bei Büchern, wo ich mir nicht sicher bin, ob die was für mich sind oder nicht, lese ich durchaus mal Rezensionen. Aber bei Büchern, die mich eben total ansprechen, anfixen, da brauche ich keine Rezension, da will ich einfach selbst herausfinden, wie das ist. Und so war es bei dem auch und ich möchte das jetzt unbedingt auch im Juli lesen. Dann ist bei mir ein Büchlein eingezogen und zwar von Anthony Horowitz, Der Fall Moriarty. Und da kann jetzt jeder raten, warum das bei mir eingezogen ist. Ja, es geht irgendwie um Sherlock Holmes und es geht um Moriarty. Und ich glaube tatsächlich, ob er wirklich um Holmes geht, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Denn es geht in London, eine grausam zugerichtete Leiche wurde gefunden und Scotland Yard versucht zu ermitteln und Professor Moriarty soll seine Hände im Spiel haben. Und es heißt hier so schön, der Roman hat alles, was einen klassischen Holmes-Fall auszeichnet, aberwitzige Deduktionen, avancierte Gimmicks, Tatorte in den dunkelsten Winkeln Londons, exzentrische Figuren, eine verblüffende Auflösung. Und ja, ich war ja diesen Monat so ein bisschen im Sherlock-Fieber und es ist hier so, ja, eine Geschichte von Sherlock Holmes, großen Gegenspieler. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt tatsächlich Sherlock eine Reihe drin spielt oder tatsächlich einfach nur Moriarty. Was heißt einfach nur? Ich bin ein Riesenfan von Moriarty, der Bösewicht, den ich abgöttisch liebe als Bösewicht in der Sherlock-Holmes-BBC-Serie. Und deswegen musste dieses Buch, ich glaube, für 3 Euro gebraucht, bei mir auch einfach einziehen. Dann ist eingezogen, ja, das Ja-Experiment von Shonda Rhimes, auch eine Empfehlung von einer lieben Freundin. Und das fand ich wirklich toll. Also es war halt wirklich so ein Ja, macht Shonda Rhimes, die man wohl durch einige Serien kennt, weil sie da Drehbuchautorin ist, macht sie eben ein Experiment und sagt ein Ja zu Aufgaben, die sie sonst nicht gemacht hätte, vor denen sie Angst hat, sagt sie einfach Ja, beziehungsweise lernt eben auch ganz bewusst Ja zu einem Nein zu sagen, was ja durchaus auch nicht immer so einfach ist. Und das erzählt sie aber witzig, wenn auch leider ein bisschen selbstverliebt, wie ich fand. Aber ich fand das eine sehr coole Sache und glaube tatsächlich, dass man mit einer positiven Lebenseinstellung und einem Ja-Gefühl viel, viel mehr bewirken, erreichen kann, als es ja vielleicht tatsächlich mit so einer etwas in sich gekehrteren Nein-Haltung der Fall ist. Und ich glaube, jeder, der so einen Ansporn braucht, zu Dingen Ja zu sagen, ja, für den ist dieses Buch absolut was und ich fand es wirklich toll und ja, ich hatte da wirklich große Freude. Dann sind 2 Bücher bei mir eingezogen, die nicht jetzt direkt miteinander eingezogen sind, aber ziemlich nah beieinander, deswegen zeige ich sie jetzt auch hintereinander. Und zwar ist das von Annelie Wendeberg, Tiefer Fall. Ja, das ist der 2. Teil der Anna Kronberg-Reihe. Ich habe das auch gebraucht bestellt, als ich in der Mitte ungefähr des 1. Teils war, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Und als ich in etwa der Mitte des 1. Drittel im 2. Teil war, habe ich mir auch den 3. Teil bestellt, Die lange Reise. Und auch das habe ich gebraucht bestellt. Ich glaube, das eine 3,50 und ich glaube, der hier war für 4 Euro bei Amazon Marketplace irgendwie zu finden. Und ich wollte einfach nicht auf Rebuy und Medimobs. Deswegen habe ich da einfach geguckt. Und ja, ich habe auch beide Bücher gelesen.
im Juni. Der erste Teil war Bombe, der zweite Teil war sehr gut, der dritte Teil hat mich unglaublich enttäuscht und fand ich persönlich wirklich sehr, sehr schade, dass das so eine Entwicklung genommen hat, wie es da der Fall ist. Nichtsdestotrotz fand ich diese Reihe, die sich ja um eine Ärztin dreht, 1890, die sich als Mann verkleiden muss, um eben Arzt zu sein, die dann eben auf Sherlock Holmes und auch John Watson trifft und mit ihm als Biochemikerin Fälle löst, fand ich mega. Also dass diese Idee fand ich grandios und im ersten Teil ist das wirklich Hammer. Im zweiten Teil taucht dann Moriarty auf und ja, das musste natürlich einfach her. Es ist eine Empfehlung von der lieben Zuschauerin. Ja, leider war der dritte nicht ganz so gut, aber den ersten Band kann ich auf jeden Fall absolut empfehlen. Dann ist eingezogen endlich mal wieder so ein bisschen was Science-Fiction-mäßiges und zwar Walk Away von C. Doctorow. Ich weiß gar nicht, ob das ein echter Name ist oder ob das ein Pseudonym ist, weil ich den Namen so Doctorow, das klingt, also insofern man ihn so ausspricht, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich finde das Cover sehr, sehr gelungen. Das ist mal ein Science-Fiction-Buch, was ja einfach auch ganz anders erscheint. Das ist uns vorgestellt worden vom Verlag auf der Leipziger Buchmesse und mich hatte das Cover total angefixt. Die Vorstellung hat mich total begeistert. Dieses Buch landete auf meiner Wunschliste und landete jetzt eben auch als Rezensionsexemplar bei mir. Und das war einfach totale Begeisterung. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich an den Klappentext nicht erinnern. Ich weiß nur, dass es geil klang. Und ich finde, sowas ist immer gut, wenn man dann das Buch liest, dass man nicht die Vorstellung vom Klappentext hat. Ich weiß, dass viele das vielleicht gar nicht nachvollziehen können, aber ich bin auch bei Filmen, bin ich gar kein Fan groß von Making-ofs, bevor ich den Film gesehen habe, weil ich will das nicht wissen. Ich will die Illusion in meinem Kopf haben und so ähnlich ist es bei Büchern eben einfach auch. Deswegen ist es gerade bei Autoren, wie zum Beispiel auch Musso, da würde ich gar nicht groß den Klappentext lesen, weil ich mir immer denke, du weißt, dass der schreiben kann und wenn halt mal ein Flop dabei ist, dann ist das so. Aber im Grunde muss man da keinen Klappentext kennen. Ich bin hier mega, mega neugierig und hoffe, den jetzt auch im Sommer zu lesen und freue mich da total drauf. Dann ist eingezogen Ein Himmel voller Bücher von Amy Myerson. Auch ein Buch, das halt einfach mich so angesprochen hat, weil es in diesem Buch eben um Bücher geht. Und ich mag solche Geschichten unglaublich gerne. Ich weiß, da kann man auch recht schnell einen Overflow von bekommen, also so ein bisschen überdrüssig werden, wenn man zu viele Geschichten dieser Art liest. Aber hier bin ich total gespannt, was es mit dem Himmel voller Büchern auf sich hat. Und auch das Cover ist so niedlich gestaltet und wirkt irgendwie wahrscheinlich ganz anders, als es beinhaltet. Und hier bin ich auch sehr, sehr neugierig. Mega gefreut habe ich mich auf den dritten Teil von Zerbrochene Krone von Lauren DeStefano. Das ist der dritte Teil dieser fallende Stadt, flammendes Land. Und jetzt ist es Zerbrochene Krone, was gefühlt jetzt gar nicht so richtig in diesen Kontext der Städte, Länder passt. Aber was hätte man dann jetzt noch Größeres nehmen können? Ja, wir nehmen eine Krone. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese dystopische Jugendbuchreihe enden wird. Ich habe den ersten verschlungen. Ich fand den zweiten sehr gut. Leider so mit dem einen oder anderen an Entwicklung, was mir nicht gefallen hat. Ich bin es einfach total neugierig, wie der dritte Teil ausgehen wird, wie es enden wird, was da kommen wird. Und ich denke mal, dass ihr das dann auch in einer der nächsten Bücherwochen auf jeden Fall sehen werden. Auch richtig als Buch bei mir eingezogen ist dann Der letzte Liebesbrief von der lieben Jackie Fellgood. Auch wenn ich natürlich als Testleser das Buch schon vorher in einigen Versionen hier hatte, zumindest immer als Datei, habe ich natürlich am Erscheinungswochenende auch zugegriffen und habe mir das Buch, ich glaube, für 2,99 € zum Aktionspreis habe ich mir geholt und habe jetzt das richtige, fertige Endbuch sozusagen auch hier auf meinem E-Book-Reader. Und das ist ja wirklich eine Liebes-Lebensgeschichte mit wunderbaren, geheimnisvollen Touren auf der Suche nach weiteren Briefen in einer Stadt, wie ich sie einfach toll fand. Ich mochte die Protagonisten, ich mochte vor allem ihn unglaublich sehr, einen Sam. Und ja, mein Herz schlägt einfach für Sams und so natürlich auch in dem Buch. Und hier gefällt mir auch wieder mega das Cover, dass wirklich diese Kleinigkeiten auf dem Cover, die eben eine Bedeutung haben, wenn man denn dann die Geschichte gelesen hat. Und wirklich ein Buch, was ich großartig fand, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, was mal wieder so ein Schritt in eine andere Richtung ist bei der lieben Jackie und man eben auch einfach so eine Entwicklung hat. Und es hat mich natürlich mega gefreut, dass ich hier Test lesen durfte und einfach so ein bisschen mit Rat und Tat sozusagen zur Seite stehen konnte. Und auch die Zusammenarbeit hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das Buch ist natürlich auch sozusagen gelesen, mehrfach, erzählt jetzt aber einfach für mich in den Juni, sowohl was die Seiten angeht, die Anzahl des Buches, dass es eben einmal hier auftaucht
und eben natürlich auch im Büchermonat und ja, natürlich dann auch hier. Dann ist als Hörbuch eingezogen Die kleine Sommerküche am Meer von Jenny Colgan. Hier war ich ja so begeistert von der Bäckerei am Strandweg und war einfach neugierig, was die Autorin jetzt hier so ein bisschen mit einer Sommerküche ja, zaubern wird. Es wird eine Trilogie werden. Ich habe den ersten Teil gehört und war tatsächlich leider ein bisschen enttäuscht von diesem Buch, weil es für mich überhaupt nicht an die Bäckerei rankommt, auch die Charaktere nicht so nah an einen herangehen, wie es bei der anderen Buchreihe oder dem anderen Buch der Fall war. Ich glaube nicht, dass ich die Reihe weiterverfolgen werde. Dazu konnte ich einfach mit Flora überhaupt nichts anfangen, bin mit ihr nicht so richtig warm geworden. Aber ja, das ist ja nicht dramatisch. Ich denke, so ein Buch für zwischendurch, was man hört, ist es absolut in Ordnung. Ja, ich glaube, gelesen hätte ich es tatsächlich wohl sogar abgebrochen, aber ja, das ist nur so, das Gefühl weiß man nicht, manchmal funktioniert ein Medium eben anders, als man denkt, aber ja, leider nicht ganz so gut, aber es geht ja gar nicht eigentlich ums Gelesene, sondern natürlich, ja, warum man sich zugelegt hat. Dann war ich mit einem lieben Freund unterwegs in der Buchhandlung und er hat mir Arthur und die Farben des Lebens gezeigt von Jean-Gabriel Cousset. Ja, ich und meine französischen Namen, das klappt immer gar nicht. Und wie man an dem Cover hier sehen kann, ist das eben irgendwie gefühlt ohne Farbe. Und auch hier habe ich einen Blick auf den Klappentext geworfen und war total begeistert. Ja, musste dann eben auch einfach das E-Book zumindest als allererstes sozusagen haben. Ich versuche ja tatsächlich, ja, neue Bücher oftmals auch einfach als E-Book zu haben, damit sich das nicht alles hier so im Regal anhäuft, ne? Ihr versteht. Und ja, hier fand ich einfach die Idee, dass auf der Welt, ich glaube, wirklich so das Leben, nein, die Farben verschwinden, fand ich irgendwie doch ganz interessant und war sehr neugierig darauf. Und es ist auch einfach mal was anderes, was Erwachsenes, was vielleicht Ernsthafteres und so ein bisschen, wo man einfach vielleicht auch einfach in Stimmung natürlich dafür sein muss, aber man daraus dann einfach so ein bisschen was mitnimmt. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr neugierig. Auch auf das nächste Hörbuch, was bei mir eingezogen ist, The President is Missing von James Patterson und ja, dem Ex-Präsidenten Bill Clinton. Hier haben wir eben eine Art Thriller, der eben ja, vom Präsidenten ja, inspiriert ist, auch Dinge beschreibt, die eben nur ein amerikanischer Präsident wissen kann. Und der Präsident verschwindet eben einfach. Und ich bin total neugierig, was sich James Patterson hier ausgedacht hat. Ich glaube, ich habe von ihm noch nichts gelesen. War auch anfangs ein bisschen kritisch. Bill Clinton, welche Richtung soll denn das nehmen? Wenn wir hier nur an Lewinsky-Gate denken, dachte ich, oh mein Gott. Aber ich bin jetzt nicht der größte Clinton-Fan. Das möchte ich so eigentlich gefühlt damit sagen. Aber gut, ich denke, so eine Geschichte, wo dann eben so Einzelheiten hinter dem Oval Office erzählt werden, die kann natürlich nur ein Präsident ganz toll machen. Und ich glaube, dass das wirklich eine ganz, ganz tolle Story ist. Und ich weiß natürlich noch nicht, ob Thriller so als Hörbuch funktioniert. Ich habe, glaube ich, noch nicht ganz so viele Thriller gehört. Ich glaube, Boy in a Park war unter anderem mal so der erste Thriller, den ich gehört habe. Es lief ganz gut. Hier ist zum Glück der Sprecher nicht. David Nathan, der ist das ja sonst öfter mal bei Thrillern. Und da habe ich ja immer noch meine, ja, Sperre sozusagen. Ich möchte nicht betonen, wem ich vor Augen habe. Ich glaube, jeder, der meine Videos kennt, weiß, wem ich meine. Und bin hier total neugierig aufs Hörbuch und denke mal, dass das jetzt an einem warmen Sommernachmittag im Garten auch begonnen wird. Und ich da wahrscheinlich auch relativ schnell durch sein werde. Und dann ganz überraschend, ja, sind zwei E-Books bei mir eingezogen. Ja, wo man sich jetzt wahrscheinlich denken kann, oh mein Gott, Steffi, wie konnte das nur passieren? Ja, das frage ich mich tatsächlich auch. Und zwar ist bei mir eingezogen Rock My Heart und Rock My Body von Jamie Shaw. Ja, und ihr seht richtig, es ist irgendwie New Adult. Und zwar hat die liebe Anka von Ankas Geplumper total geschwärmt von dieser Reihe, in der es eben um eine Band geht, um Rockstars geht und eben die Geschichte aus der Sicht, ja, von Mädels erzählt werden, die irgendwie was mit einem dieser Bandmitglieder sozusagen zu tun hat. Und natürlich so ein bisschen in der Love Story und auch ein bisschen sexy und ein bisschen prickelnd. Und mir hat Rock My Heart einfach so gut gefallen, dass dann eben auch der zweite Teil bei mir eingezogen ist, noch während ich, glaube ich, den ersten gelesen habe. Und mittlerweile sind natürlich auch beide beendet. Der zweite hat mich tatsächlich ein bisschen mit der Protagonistin abgeschreckt, auch so ein bisschen in welche Richtung der zweite ging. Man liest so ein bisschen bei den Rezensionen, dass es für viele gar kein echtes New Adult ist. Und das war, glaube ich, der Grund, warum mir der erste Teil so gut gefallen hat. Und ja,
ja, am schönsten soll wohl der vierte Teil sein und ich glaube, vielleicht überspringe ich tatsächlich den dritten und springe zu vier und sollte mich dann der vierte umhaben, vielleicht greife ich dann noch zu drei. Aktuell ist die Begeisterung, also nicht nach, also ne, das ist so, da bin ich wirklich ein Emotionsleser und irgendwie war mir danach und irgendwie hat der erste Teil eben sehr, sehr gut in meine Stimmung gepasst und auch der zweite Teil noch. Es liegt jetzt also nicht irgendwie unbedingt nur an der Protagonistin aus dem zweiten Teil. Es ist gerade so, dass die Stimmung in eine andere Richtung geht und ich ja meinen Stimmungen gerne nachgebe und deswegen ist jetzt noch nicht der dritte Teil auch gleich mit eingezogen. Aber ich denke mal, oder der vierte, vielleicht wird das im Juli irgendwie was. Dann war ich ja in Berlin und da habe ich von der lieben Tanja ein Buch geschenkt bekommen. Ihren Kanal findet ihr unten in der Infobox, wie auch natürlich den Kanal von der lieben Anka. Ja, Tanja hat Palace of Glass gelesen und fand es leider nur okay, wenn ich mich recht erinnere. Sie war nicht so ganz angetan. Für mich war es ja ein Highlight und ich habe ja auch den zweiten Band im Regal stehen und ich möchte auch da natürlich den dritten im Regal haben, denn mir gefällt es unglaublich gut, wie diese Buchreihe mit dem Buchrücken am Ende im Regal stehen wird und dann eben diese roten Bänder, wie ihr es glaube ich wirklich hier unten sehen könnt, die roten Bänder sozusagen dann auch einfach miteinander verbunden werden und das kann man hier schon ganz schön sehen und man hat das auch schon im zweiten gesehen. Das ist im Buch, das jetzt eben bei mir eingezogen ist, es ist natürlich nicht auf dem Sub landet, weil ich habe es ja schon gelesen, aber es gehört natürlich in dieses Neuzugänge-Video, weil es ist ein neues Buch, was bei mir eingezogen ist und ich freue mich sehr auf den dritten Teil, der jetzt ja Ende Juli erscheint, bin total neugierig, auch wie diese Reihe ändern wird und es ist wirklich, also für mich war der erste Teil wirklich Hammer. Der zweite Teil hatte so eine Entwicklung, die mir nicht gefallen hat, was so einen halben Punkt theoretisch Abzug gegeben hat und ich bin aber total neugierig, wie jetzt natürlich der dritte Teil sein wird und danke der lieben Tanja auch auf diesem Weg, dass sie mir dieses Büchlein ja fürs Regal überlassen hat. Dann waren wir, wie schon gesagt, in Berlin und dank Hugendubel waren wir da am Samstag auf einem Booktuber-Treffen. Also wir waren dank Hugendubel in Berlin, waren da ja auch in einer Hugendubel-Filiale zum King Tet am Samstagabend. Und ich verlinke euch natürlich die anderen drei Kingsianer auch einfach mal unten in der Infobox. Und wir waren in Berlin in einem langer Blomquist. Ich kann mir das gefühlt einfach nicht merken. Und ich bin da auch bei vier Büchern fündig geworden. Langer Blomquist muss man sich im Grunde als modernes Antiquariat vorstellen. Es gibt dort eben Mängelexemplare von Büchern, die teilweise noch überhaupt nicht alt sind, wie ihr gleich sehen werdet. Und ich habe vier Bücher mitgenommen. Das ist jetzt auch meine Ausbeute sozusagen aus Berlin. Ihr werdet es, denke ich, im Berlin-Vlog dann bestimmt auch sehen. Da werde ich ja wahrscheinlich meine Bücher auch einfach mal kurz in die Kamera halten. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an mit den Büchern, die mit durften. Ich habe mir auch mal die Preise notiert, weil ich die sonst wieder verdrängt hätte. Ja, ein Buchtipp war Takis Würger, der Club. Das ist ein Tipp von der lieben Sandra, den sie mir, glaube ich, in Frankfurt gegeben hat. Und ja, es gab es jetzt, ich glaube, für 10 Euro anstelle 18, wenn ich mich jetzt gar nicht so täusche. Ich habe es schon wieder verdrängt, aber 10 Euro waren es auf jeden Fall. Ein relativ dünnes Büchlein. Und ja, sie hat so ein bisschen erzählt, es geht hier, glaube ich, jemand aufs College, genau, nach Cambridge. Und ja, der bekommt eben ein Stipendium und er soll aber Verbrechen auflösen, unter anderem eben im elitären Pitt Club. Und da verliebt er sich dann eben auch bald in Charlotte und lernt die Bräuche des Mocks, nein, nicht des Mocks, des Snobs kennen. Und ja, bald merkt er aber, dass hinter den alten Mauern der britischen Oberschicht Geheimnisse lauern, über die keiner spricht. Und hier heißt es so schön, was für eine schwarze Geschichte und wie zart und liebevoll erzählt. Ein faszinierendes Debüt, berührend und spannend, sagt Benedict O. Wells. Und es erinnert mich ein bisschen an einen Film mit Sam Claflin. Da ging es, ich komme nur überhaupt gerade nicht mehr auf den Titel. Und da ging es auch so ein bisschen um so einen Club an dem College und was für Abgründe sich da auftun, wenn man aber in diesem Club war. Ja, dass man da im Grunde wirklich so eine Nannfreiheit hatte. Ich bin sehr gespannt auf dem Club. Ich denke mal, dass das auch ein Juli-Buch sein wird. Das ist auch nicht allzu dick. Und vielleicht finden sich ja so zwei, drei Leute, die da einfach mitlesen. Und bin ich sehr, sehr neugierig und freue mich aufs Lesen. Dann habe ich zum absoluten Schnäppchenpreis von 10 Euro, glaube ich, auch ein Tolkien-Buch mitgenommen. Und zwar König Arthurs Untergang. Ich glaube, das Buch ist letztes Jahr oder vor 2 Jahren erschienen.
und irgendwie von meinem Radar verschwunden. Ich bin jetzt auch nicht der größte König Arthur-Fan, weswegen ich wahrscheinlich dachte, hä, Tolkien und Arthur, hm? Und dann ist es aus meinem Geiste verschwunden. Jetzt für 10 Euro, für diesen aber tollen Zustand außer einem Stempel, konnte ich nicht Nein sagen, denn es ist ja im Grunde aus seinem Nachlass. Und ja, es ist eben so schön, Tolkien, der wichtigste Fantasy-Autor der Neuzeit, wendet sich einem der größten Sagenstoffen aller Zeit zu, der Sage von König Arthur. Und ich denke mal, dass es schon in diese Richtung König Arthur einfach geht. Es sind hier auch ein paar Briefe mit abgedruckt und Anmerkungen. Und ich bin halt da sehr, sehr neugierig auf diese Story, auch wenn ich nicht der größte König Arthur-Fan bin. Denke ich, wenn ich einfach mal Lust drauf habe, kann ich jetzt zugreifen und es macht sich dann einfach auch ganz toll in meinem Tolkien-Regal. Ja, was soll ich mehr sagen? Ich muss es, glaube ich, gar nicht begründen. Ein Buch, das mir schon ganz, 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 ganz oft empfohlen wurde, ist Geständnisse von Kane Minato. Und das hat jetzt, glaube ich, anstelle 17 Euro 8 Euro gekostet, war also die Hälfte günstiger. Und das ist ja eine Geschichte, die sehr unter die Haut gehen soll, die sehr subtil sein soll. Es geht, glaube ich, schon, es ist zwar als Roman gekennzeichnet, es geht hier ja um eine Lehrerin, ja, wenn ich mich nicht irre, deren kleine Tochter ertrinkt. Das ist ein tragischer Unfall, wie es scheint. Und allerdings tritt dann die Lehrerin vor ihre Klasse mit einem erschütternden Geständnis und setzt damit den Jugendlichen ein tödliches Drama in Gang. Und das heißt so, die Autorin erzählt eine faszinierend verstörende Geschichte um Schuld und Rache, Gewalt und Wahnsinn. Ein packender Roman voller unerwarteter Wendungen, dessen Stimmen einen noch lange begleiten. Und ich bin total gespannt darauf. Ich habe lange jetzt eigentlich so ein bisschen einen Bogen darum gemacht. Das hat mich immer wieder angefixt. Dann dachte ich, ach nee, das ist nichts für dich. Ach, eigentlich klingt es gut. Aber magst du sowas? Würde dir das gefallen? Aber es klingt halt doch irgendwie mega. Und immer so, und jetzt habe ich einfach nachgegeben und auch das ist kein allzu dickes Buch und es steht ja jetzt der Sommer vor der Tür und ich denke, dass man so ein düsteres, also nicht im Sinne von Horror, Grusel, aber so ein an die Substanz gehendes Buch am besten im Sommer liest. Ich glaube, ich habe auch Tote Mädchen lügen nicht damals im Sommer gelesen. Ich glaube auch, dass das eine gute Entscheidung war. Ich bin sehr gespannt, was Geständnisse so ein bisschen mit mir machen. Ja, Dennis Scheck sagt zum Beispiel, Geständnisse gehört zum subtilsten, was ich seit langem gelesen habe. Dieses Buch über den Ursprung des Bösen in uns liefert sowohl Spannung als auch Innenansichten aus einem faszinierenden Land. Und wenn das denn Scheck sagt, den ich jetzt nicht unbedingt so mag, aber ja, bin ich natürlich neugierig. Auch das ist soweit in einem guten Zustand, hat hier unten einen Stempel und so eine ganz kleine Rille. Aber das, also mich stört das ja persönlich nicht, aber mir dürfen ja Bücher auch gerne gebraucht sein. Und das letzte Buch in diesem Monat ist ein zweiter Teil einer Reihe und hier war ich über den Preis total fertig. Ich glaube, dieses Buch ist 16 erschienen. Ich glaube, der erste Teil 15 und dann 16 und dann 17, wenn ich mich nicht irre, der dritte. Und zwar ist das, wie gesagt, der zweite Teil von These Broken Stars von Amy Kaufman und Megan Spooner, Jubilee und Flynn. Und das Hardcover in dieser Form kostet normal 20 Euro und es gab es dort für 5. Und es hat hier einen Stempel und hinten, oder wo waren diese Abdrücke? Irgendwo waren so Abdrücke. Hinten hat es noch so einen komischen großen Aufkleber. Ach, hier unten. Und hier hat es so 2, 3 Abdrücke, wie wenn irgendwer reingepiekt hätte. Was man ja aber weder beim Lesen noch im Regal dann sieht. Ja, mir hatte der erste Teil von These Broken Stars unglaublich gut gefallen. Ich kann mich leider nicht mehr intensiv daran erinnern, aber es ist ja so ein bisschen Jugend. Science-Fiction auf einem anderen Planeten. Und von diesem Planeten, weil der evakuiert werden muss, fallen im Grunde 2 unsere Protagonisten aus dem ersten Teil in eine andere auf einen anderen Planeten und müssen da im Grunde so eine Art Roadtrip durch die Galaxie auf diesem Planeten eben irgendwie gucken, dass sie überleben. Und der zweite Teil spielt im gleichen Universum, wendet sich aber, glaube ich, soweit ich weiß, anderen Charakteren zu, nämlich Jubilee und Flynn. Und diese hätten sich einander nie begegnen sollen in einem Krieg, der schon seit Generationen andauert, stehen sie auf verschiedenen Seiten. Lee ist Kommandantin der Armeeeinheit, die die Rebellen auf dem Planeten Avon bekämpfen soll. Flynn, deren Anführer. Als er sich ins Militärlager einschleicht, wird er von Lee gestellt. Sein einziger Ausweg ist, sie gefangen zu nehmen. Doch dann fordern die anderen Rebellen ihren Tod und Flynn trifft eine Entscheidung, die ihre beiden Leben für immer verändern wird. Und ich fand den ersten Teil wirklich, ich habe ihn als Highlight in Erinnerung und weiß dann tatsächlich gar nicht mehr, warum ich nicht weitergelesen habe. Und möchte jetzt aber den zweiten lesen. Ich glaube, man muss den ersten nicht kennen und sich nicht an alles erinnern, um den zweiten lesen zu können. Den dritten gab es aber leider nur 2 oder 3 Mal und die haben sich dann andere
begriffen. Da gefällt mir aber tatsächlich das Cover nicht vom dritten. Das ist der Typ mit dem etwas merkwürdigen Auge auf dem Cover. Und ich glaube, das wäre dann tatsächlich eher ein E-Book-Kandidat, muss ich ehrlich sagen. Das klingt so gemein jetzt, ne? Aber ja, aber ich freue mich jetzt, das zu haben. Und ich denke, dass das auf jeden Fall wieder so eine Herbststory sein wird. Und habe mich echt gefreut, hier für 5 Euro so ein bisschen ein Schnäppchen zu machen. Ja, und das waren sie nun, die 22 Neuzugänge aus dem Monat Juni. Wie ihr gesehen habt, ist ja schon so ein bisschen was gelesen, ein bisschen was noch nicht. Und ich bin sehr gespannt, wie das in einem Jahr dann bei dem Rückblick aussehen wird, welche Bücher dann schon weg sein werden und welche noch ungelesen im Regal stehen. Und natürlich gibt es immer so ein paar Tops und ein paar Flops, das habt ihr diesmal auch gesehen. Aber das weiß man natürlich nicht, wenn man sich die Bücher zulegt, ob man da einen vermeintlichen Top oder Flop sozusagen in den Händen hält. Und das ist für uns alle natürlich immer wieder überraschend. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch von meinen Neuzugängen schon und wollt direkt ein bisschen schwärmen oder abraten, ist immer blöd. Aber ja, jede Meinung ist natürlich willkommen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, macht's gut, eure Steffi.